Als ich als Step-In-Praktikantin gestartet habe, bin ich vom ersten Tag an als vollwertige Mitarbeiterin aufgenommen worden und das habe ich extrem fest geschätzt. Schon am ersten Tag, wo man kommt, das habe ich nicht erwartet. Mein Name ist Markus Schär und ich habe im März 2020 bei Swisscom gestartet. Mein Name ist Alex und ich habe im Mai bei Swisscom gestartet. An meinem ersten Arbeitstag hatte ich zuerst ein virtuelles Team-Meeting und bin hier in Bern ins Büro gekommen. Hier bin ich aber von meinem Chef in Empfang genommen worden, habe eine kurze Einführung bekommen und habe meine ersten Kollegen persönlich getroffen. Ich war sofort begeistert von dieser offenen und hilfsbereiten Kultur und habe mich von Anfang an wohl gefühlt. Als ich am ersten Arbeitstag im Zug gesessen bin, war ich sehr, sehr nervös. Ich habe nicht gewusst, was mich erwarten wird. Und dann hat mich Steffi um 8:30 in Zürich abgeholt und mir das Büro gezeigt, meine Hardware installiert. Ich habe dann schon am ersten Tag mit den Kollegen den Kundentermin gehabt. Das hat mich ein bisschen überrascht. Das war aber definitiv eines meiner Highlights. Das ist mein Homeoffice und nach meinem ersten Arbeitstag habe ich hier mein virtuelles Onboarding genossen. Nach dieser Woche habe ich schon meine ersten beiden Stellen bekommen zum Rekrutieren. Eines meiner bisherigen persönlichen Highlights war, dass der Kunde Interesse hatte an einem neuen ServiceNow-Produkt. Und dann konnte ich umgehend die Schulung machen und die Prüfung für den Kunden richtig zu unterstützen. Ich bin rückblickend extrem erstaunt, was ich die letzten zwei Monate schon geleistet habe und was ich erfahren durfte. Zum Beispiel der Swisscom Welcome Day, der virtuell stattgefunden hat und sich sogar der Urs Schäppi Zeit genommen hat, um mir und 50 weiteren neuen Mitarbeitenden Swisscom etwas näher zu bringen. Und ich freue mich, in den nächsten Wochen und Monaten nicht nur die Teamkollegen, die ich noch nicht persönlich getroffen habe, kennenzulernen, sondern auch noch vieles mehr über Swisscom zu erfahren. In den nächsten zwei Monaten freue ich mich am meisten darauf, wenn das Projekt in die Umsetzungsphase geht und ich mit den Kollegen und den Kunden persönlich zusammenarbeiten kann.